Damit wieder ein recht herzlich willkommen zurück hier, zurück auf unserem Kanal zu einer neuen Folge. Dann hast du was, Part 2 in der letzten Folge. Haben wir den Kram hier beendet. Weil wir hier die ganze Zeit quasi auf die Fresse bekommen haben. Richtig? Richtig! Ja, komm mal her hier. Du Ficker, Alter. Okay, ja, wir sind auf jeden Fall hier und haben hier ordentlich aufs Fressbrett bekommen. Was ist denn jetzt hier los? Ich glaube, ich bin jetzt tot. Genau. Das war jetzt aber mal Action, fucking geil. Kann ich hier irgendwie noch... Wow! Also endlich haben wir diesen Dreckspart geschafft, nachdem wir gefühlt 27 Mal gestorben sind und die uns endlich mal gerettet haben. Du musst dich gut festhalten. Meine Fresse. Das war jetzt aber eine Aktion, ey. So, die beiden haben wir ja hier in der letzten Folge, haben uns ja den Arsch gerettet. Ich weiß. Und... Jetzt versuchen wir mit denen zusammen irgendwie hier zu ein und aus. Fliegen. Schön gleichmäßig. Ein und aus. Okay. Und wir retten die jetzt anscheinend. Also. Zumindest struggeln wir jetzt hier die Verletzte. In der Hoffnung, dass uns jetzt hier keiner irgendwie überwältigt. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Probier okay. Die anderen. Dann brauche ich da auch nicht hochrennen. Und ich habe super wenig Munition nur noch. Nein! Die geht auch nicht auf. Okay. Geht die da drüben auf? Jawohl. Ja, hast du auch mal gecheckt, ob da jetzt. Ob da jemand drin ist? Hallo? Ist jemand hier? Mach zu. Hilf mir bitte mal. Hey, das muss nur gerichtet werden. Okay? Weißt du, wie das geht? Schneid das in Streifen. Leg dich hin. Ich werde ihn jetzt bewegen, okay? Okay. Bereit? Abby. Danke fürs Abschneiden. In dieser Gegend ist einiges los. Auch wenn es hier schlecht geht. Solltet ihr besser morgen verschwunden sein.
Wir kommen klar. Ja. Lol. Warum bleibt sie denn nicht bei denen? Also, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch, also ich würde jetzt da bleiben. Einfach gemeinsam ist man doch besser aufgestellt, oder nicht? Oh. Aber ich weiß, wir müssen immer noch zu Owen, wir müssen immer noch zum Reason Red? Hier können wir wirklich nicht rein. Das ist ja eine Dreistigkeit. Ja, also warum bleiben wir nicht bei denen? Also warum arbeiten wir nicht mit denen zusammen? Wäre doch eine Option. Ich meine, wir haben sie jetzt verarztet. Jo, haben uns den Arsch gerettet. Jo. Und da hinten müssen wir hin. Ich verstehe nicht, warum wir jetzt hier schon wieder losstabben. Aber gut, wo ist Ellie wissen? So. Munition, Pillen, erste Hilfe. Das ist alles nicht so verkehrt. Hier müssen wir jetzt erstmal ein bisschen nachladen. Nur 3 Schuss. Generell haben wir wieder sehr wenig Munition. Wie immer. Okay, also wir haben hier wieder Munition und können Munition wieder nicht mitnehmen. So, dann gucken wir mal, ob wir unsere Waffen verbessern können. Ich gehe mal von außen nein oder nur einen gewissen Part. Wir können alles irgendwie verbessern. Ich würde sagen, wir nehmen mal jetzt die ganz normale Pistole und wir verbessern jetzt bei der Pistole das letzte Stück. Und haben jetzt eine Waffe bis zum Ende durchgegrindet. Was ich okay finde. Ja, das ist, glaube ich, unsere Standardpistole. Die Standardpistole kriegen wir, glaube ich, auch am meisten Muni. Ist so zumindest mal meine so denke ich zumindest. Jo. Und weiter geht's. Und ich glaube, dass wir hier nicht alleine sind. Weil es so... Habe ich so in mir Gefühl. Im Gefühl habe ich das. Dass wir hier nicht... Nicht nur wir hier sind. Ich meine, hier gibt es wieder guten Stuff. Was ist das? Okay. Das brauche ich. Für? Das ist ein Gürtel. Wofür bräuchte man das jetzt? Gewehrholster. Oh. Nice. Jetzt haben wir nämlich beide Gewehre gleich da. Das nenne ich cool. Also das ist wirklich nicht schlecht. Muss man mal sagen, das gefällt mir. Gut. Lass mich raten, wir müssen dann hier hochklettern, weil wir wahrscheinlich nirgendwo anders durchkommen, bis auf hier. Da drüben haben wir immer noch das Riesenrad. Und wir werden über kurz oder lang... ...nicht alleine bleiben. Zumindest Infizierte sind hier. Versuchen wir jetzt natürlich ein bisschen zu umgehen. Ja, da hinten ist ein Klicker. Was ist denn dein fucking Problem, Alter? Schon mal von Boxen gehört. Okay, vielleicht nicht. Vielleicht sollten wir auch einfach nur rennen. Also, ich renne jetzt einfach mal weg. Auch wenn sie mir hier fleißig folgen. Ich renne in die falsche Richtung. Lass mich doch in Ruhe! Okay, wir rennen weg und sind fast... Okay. So, ich hoffe mal, dass ich im Wasser ein bisschen mehr easy bin. Easy peasy. So, und hier bin ich erstmal safe, I guess. Ja, und jetzt heilen wir uns erstmal eine Runde, weil wir haben ganz schön wieder Leben verloren.
So, und jetzt müssen wir hier Sneak Peek-mäßig irgendwie hoch. Okay, hier gibt's noch Loot. Loot. Okay, hier geht's wieder runter. I guess. Kann ich mich jetzt hier... Nope. Kann ich hier irgendwie mich hier durchzwängen? Nice. So, da hinten geht's zum Riesenrad. Da müssen wir ja hin, weil wir immer noch zu Owen wollen. Durch die Wellen würde ich jetzt aber ungerne schwimmen. Also, ne? Man weiß ja, Wellen und so. Im Meer. Das ist strömungstechnisch, könnte das gefährlich werden. L1, um schneller zu schwimmen. Okay, aber wir sind guter Schwimmer. Haben mit der Strömung anscheinend nicht so das Problem. Und ja, das ziehen sie einfach durch. Und damit sind wir endlich nach zig Folgen langsam bei Owen angekommen. Bin mal gespannt, ob er noch lebt. Der Gude. Okay, hier haben wir noch ein paar Pfeile. Leider Gottes. Und ein paar Pfeile. Der ist im Schlaf hingerichtet worden. Beziehungsweise, ja, hat einen Pfeil im Kopf. So, hier haben wir noch eine kleine Notiz. Die werden wir uns jetzt erstmal durchlesen. Will, ich lege mich jetzt hin. Trotz der ganzen Aufregung vorhin macht mich diese Grippe total schlapp. Bitte lass mich ein paar Stunden schlafen. Vielleicht werde ich sie dann wieder los. Unser kleines Bienchen habe ich auch schon ins Bett gebracht. Ich glaube, die ganze Brutalität hat sie ziemlich erschüttert. Sie hat gefragt, Mama, warum habt ihr diese Leute geschubst? Ich habe gesagt, dass wir nur so an Bord kommen konnten. Sie hat genickt, aber ich glaube nicht, dass sie das alles versteht. Vielleicht hätte ich etwas anderes sagen sollen. Ich weiß es nicht. Naja, wenn sie vor mir aufwacht, lies mit ihr ein paar von ihren Büchern. Das scheint sie zu beruhigen. Hoffentlich konntest du das Rationsproblem lösen. Ich liebe dich. Quinn. Ja, Quinn, das sieht nicht gut aus. Ich würde mal behaupten, du bist nach der Grippe nicht wieder aufgewacht. Leider. Und hier lag gerade noch Munition rundherum. Ich habe da gerade noch Munition gehört, oder? Munition? Munition ist nicht mehr da. Okay, also die sind im Schlaf leider umgekommen. Und hier liegen noch irgendwie Pfeile. Kann ich den hier noch mitnehmen? Nope. Ja. Jetzt ist die Frage, wer ist hier? Wer hat sie umgebracht? Und wo ist Owen?